Und dann würde ich sagen, können wir gleich weitermachen mit den Pronomen. Haben wir die nicht teilweise schon gelernt? Hier in dieser, in diesem, also bisher halt, Lektion 1. Fangen wir einfach mal an. Qu'est-ce qu'on fait? Was macht man? Okay, was machen wir? Ach so, stimmt, on kann auch wir heißen. Il se lave. Er wäscht sich. Il se lave. Er, hoppala. Il se lave. Ja, ja, schon klar. Er wäscht sich. Elle t'aime. Ah. Sie liebt dich. Yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich. Yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich. Yeah, 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 yeah. Okay. Il m'aide. Er hilft mir. Elle te fait des crêpes. Sie macht dir Pfannkuchen. Pfannkuchen. Wir sind ja hier im Deutschen. Sie macht dir Pfannkuchen. Il se cache, er versteckt sich, ne? Er versteckt sich, genau. Elle me donne son chapeau. Sie gibt mir ihren Hut. Il s'appelle comment? Wie heißt er? Oh, das war's schon. Das ging aber schnell. Glaube ich. Kam zumindest schnell vor. Lektion 2. Que la le moi. Il l'aime. Er liebt sie. Okay. Elle et moi mangeons des pommes. Sie und ich. Ach so, sie und ich essen Äpfel. Ach so. Sie und ich essen Äpfel. Je la respecte. Ich respektiere sie. Hoppala. Ich respektiere sie. Je la respecte. Il le fait. Er macht es. Er macht es. Ah, okay. Je crois qu'il est américain. Américain. Ich glaube, dass er Amerikaner ist. Bloß nicht mit Doppel-S schreiben, das ist an dieser Stelle. Je la respecte. Zu Missverständnissen führen. Je la respecte, ich respektiere sie. L'homme que je connais. Der Mann, den ich kenne, oder? Okay. Je l'ai. Ich habe es. Eureka. Oder? Moment, müssen wir kurz das gucken. Aus Interesse bei dem L. L. Ihn, sie und das. Okay, kann ihn und sie und das heißen. Also, ja. Je l'ai. Ich habe es. Ich habe sie. Geht auch. Und das war's schon wieder. Dann geht es schnell. Und toi, lui, nous, vous, leur, i, eux. Okay. Avec toi, mit dir. Oui, ce sont eux.
Oui, ce sont eux. Eux, was heißt eux? Eux. Sie, ihnen. Oui, ce sont eux. Das sind sie. Ja, das sind sie. Ach so, ja, ja, okay. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Oui, ce sont eux. Ja, das sind sie. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Wer? Wer sind sie? Wer sind sie? Wer seid ihr? Elle mange pendant que nous mangeons. Elle mange pendant que nous mangeons. Sie isst während wir essen. Sie isst während wir essen. Nous y allons. Nous y allons. I, was heißt denn i? I. Dort, dahin, da. Wir gehen dorthin, dahin, wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Wir, ich will mal aus Neugier hinschreiben, dorthin, ob das auch akzeptiert. Akzeptiert er auch, okay. Man kann es auch getrennt schreiben, okay. Avec toi. Avec toi, avec toi. Avec toi, mit dir. Je lui souhaite une bonne nuit. Je lui souhaite une bonne nuit. Ich wünsche ihm eine gute Nacht. Ich wünsche ihm eine gute Nacht. Ich wünsche ihr eine gute Nacht. Ah, geht auch. Okay. Il mange pendant que nous mangeons. Il mange pendant que nous mangeons. Das hat er doch schon, oder? Nee, sowas ähnliches vielleicht. Genau, wir hatten L, glaube ich. Er isst, während wir essen. J'y vais. J'y vais. Ich gehe dorthin. Ich gehe dahin. Ich gehe dahin. Ich gehe dorthin, genau. Il vous intéresse. Il vous intéresse. Il vous intéresse. Interesse. Er interessiert euch. Er interessiert sie. Geht auch, okay. Que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? Was wollen sie essen? Was wollen sie essen? Oh, ich hab's klein geschrieben, sie. Höflichkeitsform im Deutschen immer groß schreiben. Hab ich gerade vergessen. Ce sont eux. Ce sont eux. Das sind sie. Das sind sie. Das sind sie. Il nous offre un café. Was? Il nous... Moment. Il nous... Er uns? Il nous offre un café. Offre. Wahrscheinlich. Offre. Anbieten. Café. Okay, er bietet uns einen Kaffee an. Okay, alles klar. Mit dir. Avec toi. Avec toi. Ich habe Punkt geschrieben. Nous y allons. Nous y allons. Nous y allons. Wir gehen dorthin. Un homme nous suit. Un homme nous suit. 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 Folgen, oder? Ein Mann folgt uns. Un homme nous suit. Ein Mann folgt uns. Toi et moi sommes riches. Toi et moi sommes riches. Du und ich sind reich. Du und ich sind reich. Du und ich, wir sind reich. Kann man auch schreiben. Okay. Nous vous écrivons. Nous vous écrivons. Wir schreiben euch. Wir schreiben euch. Oder ihnen. Il lit parce que nous lisons. Il lit parce que nous lisons. Er liest, weil wir lesen. Er liest, weil wir lesen. Oh, das ist peinlich. Ja, 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 schon klar. Mit einem einfachen S. Du und ich trinken Wein. Toi et moi, nous apportons du vin, de buvons. Toi et moi, buvons du vin. Sie fragen, ob man auch im Französischen sagen kann, toi et moi nous apportons du vin. Geht bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Was wissen wir? Qu'est-ce que nous
savons. Qu'est-ce que nous savons? Moment, ich probiere es aus. Qu'est-ce que nous savons? Okay. Que savons-nous kann man auch schreiben. Okay, que savons-nous? Was wissen wir? Das wäre sogar kürzer. Lektion abgeschlossen. Und 31% fließt. Wahnsinn, das geht schnell. Und Lektion 4. Les en ou qui chose. Il les voit. Il les voit. Er sieht sie, glaube ich, ne? Er sieht sie. Also sie im Sinne von Mehrzahl, ne? Savez-vous où c'est? Savez-vous où c'est? Moment. Wisst ihr, wo das ist? Wisst ihr, wo das ist? Wisst ihr, wo das ist? Wissen Sie, wo das ist, okay? S'il vous plaît, mangez quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Mangez quelque chose. Wenn es Ihnen gefällt. S'il vous plaît, wenn es Ihnen gefällt, essen Sie etwas. Man könnte auch im Niederländischen, wie war das, als Sie blieft, wenn es Ihnen beliebt. S'il vous plaît, ich schreibe einfach mal bitte essen Sie etwas. Bitte essen Sie etwas. Oder halt, wenn es Ihnen beliebt, wenn es Ihnen gefällt. Ils en parlent. Ich auch sagen. Ils en parlent. Ils en parlent. Sie sprechen, aber was mit en? Ils en parlent? Darüber. Sie sprechen darüber. Davon, daraus. Darüber, davon. Sie sprechen darüber. Ils en parlent. Okay. Ils en parlent. Ja, ist gut. Sie sprechen darüber. Darüber. Tu es un homme qui mange des citrons. Tu es un homme qui mange du citron. Du bist ein Mann, der welcher Zitronen isst. Du bist ein Mann, der Zitronen isst. Okay. Du bist ein Mann, der Zitronen isst. Sie wissen, wo wir leben. Elle savou nous vivant. Geht beides. Ich kenne sie. Je la connais. Ist beides, genau. Beides ist möglich. Wegen sie weiblich und sie Mehrzahl. Die Marmelade. La confiture war das doch, oder? La confiture. Die Konfitüre. Genau. Ha. Und das war's auch schon wieder. War das sogar schon wieder dieses Kapitel, oder was? Boah, geht das schnell. Und zwei Lingots. So, fehlt noch was? Nö. Ach, jetzt haben wir die Prüfstelle automatisch bestanden. Alles klar. Okay, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem nächsten Kapitel sozusagen, mit dem nächsten Abschnitt. Da haben wir jetzt erstmal das hier geschafft. Und, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe fast eine Stunde jetzt hier gerade gesessen. Oder vielleicht sogar über eine Stunde, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht auch über eine Stunde. Jedenfalls hat wieder Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüdelü. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine